Wir haben gerade Ramon Salazar erledigt und ganz viel Kram im Uhrturm gelassen. Und ich weiß, wer heute Nacht nicht schlafen kann. Jetzt geht's weiter. Ich habe eben nur ihr Timing kritisiert. Naja, du hast übrigens von DMS einen Rest in Peace Rika bekommen. Ich frag mich ein bisschen, wie lange. Oh, da ist ein Bötchen. Krauser. Aber. Wo wollen Sie mit ihr hin? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin nur irritiert, weil an sich. Die haben eine Szene in der Burg geändert, wie sie gefangen genommen wurde. Gut, sie haben ja ein paar Sachen angepasst, die jetzt ein bisschen besser sind. Was auch okay geht. War halt nur anders. Also die Burg sah nicht gleich aus, fällt mir mittlerweile auf. Weil da habe ich die ganze Zeit nachgeguckt, deswegen dachte ich, es wäre noch ein bisschen was in der Burg. An Action. Kann natürlich sein. Nee, ich komme nicht nochmal zur Burg. Soweit ich es weiß nicht. Rika? Du hast mich jetzt gemütet. Ja, aber dann sag doch was. Kannst du das deswegen wirklich nicht schlafen? Nein, aber ich sammle gerne. Also ich habe das gern alles zusammengesammelt. Das bedeutet für mich, wenn ich das irgendwann mal alles haben will, müsste ich das Spiel nochmal spielen. Ja gut, es geht ja dann schneller, weil Zwischensequenzen und so werden ja übersprungen. Vielleicht mache ich das auch noch irgendwann mal mit Lisa oder so. Wenn die da Bock drauf hat. Bestimmt. Aber ich habe ehrlich gesagt in dem Turm auch nicht gesehen, wie man es macht. Ich höre Lisa aber jetzt schon schimpfen, ne? Mit Ashley. Ich habe versagt, mein Herr. Ich konnte euren letzten Wunsch, den Jungen vom Pfad der Sündhaftigkeit abzubringen, nicht erfüllen. Bereits als er noch jung war, hatte ich einmal Gelegenheit, einen kurzen Blick auf Ramons böse Natur zu erhaschen. Als er herausfand, dass eine Dienerin ihn hinter seinem Rücken Pulgasito zu nennen pflegte, rief er diese in seinen Privatgemächer. Er befahl ihr, vor ihm auf die Knie zu gehen, dann zog er eine Flasche Vitriol aus seiner Tasche und sprühte es ihr mitten ins Gesicht. Der junge Herr zeigte sich beim Anblick der Dienerin, wie sie sich vor Schmerzen wandte, während ihr Gesicht sich von ihrem Schädel löste, voll der überschwänglichen Freude. Sein irres Grinsen verfolgt mich bis zu diesem Tag. Die Zeit verging und sein heimtückisches Wesen verfestigt sich weiter, und dieser Kult verstand schnell, dass sein geschundenes Herz ein gefundenes Fressen für sie war. Verdammnis den Feinden! Sie haben den jungen Herrn manipuliert und ihn zu ihrer Marionette gemacht. Am schlimmsten ist jedoch, dass sie es vollbracht haben, ihn für die Entfesselung der Plager zu benutzen, welche die Familie Salazar so lange bekämpft und sich so bemühte, für immer zu versiegeln. Herr Diego, seid versichert, dass ich meinen Lebtag über Herrn Ramon wachen werde, welches Schicksal uns auch immer ereilen mag. Als treue Dienerin der Familie Salazar seit meiner Geburt, es ist meine Pflicht und Buße euch gegenüber. Deswegen hat die das wahrscheinlich gemacht. Weil sie die Mutter von Ramon ist? Nein, oh Gott, hast du überhaupt nicht. Du hast mit deinem Husten zu tun gerade, ne? Nein, wir haben doch gesagt, dass die eine Dienerin das gemacht hat und das bescheuert ist. Ja. So, und die Dienerin hat das gemacht, weil sie auf ihn aufpassen wollte. Aber nicht gut heißt, was aus ihm geworden ist. Ah. Weil die beiden Typen haben wir auch noch. Seine Mutter war. Nein, da stand ja auch Tagebuch einer Dienerin. Ach, das erste habe ich nicht gelesen. Ich Perfekt. Wenigstens muss ich nicht schwimmen. Vielleicht kommen wir doch nochmal zur Burg. Es fehlen nämlich noch zwei, drei Sachen, die ich im Hinterkopf habe. Wir müssen den Plagas noch entfernen und das war nicht erst am Ende des Spiels. Soweit ich noch einen Blick habe. Mist. Suchst du was? Ich
Sache, dass durch das Strickkleid den Bauchnabel zu sehen, ist unrealistisch. Und das Kapitel ist beendet. Cool. Ah, warte mal. Der hier bleibt, wie er ist. Ich mache jetzt auf dem da unten weiter. Was ist? Du willst doch trotzdem den ersten. Ich wollte jetzt sicher gehen, dass ich nicht mit meinem Rhythmus bleibe. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet einen und 100 andere sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Sag dich doch, dass wir nicht mehr zur Burg kommen. Die Frage ist, hast du dich verändert, Ada? Oder benutzt du mich nur wieder? Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Immer das Gleiche. So, da ist unser Boot. Erst gleich hinterher. Sonst sehe ich doch gerade keinen. Oh, da ist einer zum Monster geworden. Da hinten, ja, da. Ich sehe ihn doch. Der verkraftet nur ein bisschen mehr jetzt in dieser Form. Jetzt nicht mehr. Da. Ja. So. Warte mal, der zeigt mal, ja. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust, in ein Wespennest zu stechen. Kannst du den nicht den ausschießen? Könnte man testen. Ah, Scheinwerfer. Und die mache ich besser einen Bogen. Und da läuft halt ein Typ rum. No. Kannst du Scheinwerfer ausmachen? Ja, ich überlege, wo noch einer war. Hier. Kriegt aber nicht, wenn ich von hinten drauf schieße. Okay. So. Wann hat Leon eigentlich seine Jacke los weggeworfen? Okay.
gucken, was ich da gemacht habe. So. Wohin zieht der jetzt? Achso, ne, hab ich nur deaktiviert, okay. Ich wollte trotzdem durch den Gang gucken. Hab neue Ware, Fremder. Das hört Willkommen. Sich gut an. Ich hab was Neues für dich, Partner. Die Killer 7. Schön, dass ich Deine viel Geld Kohle habe. Oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Oh, guck mal, neuer Koffer. Gut, dass ich viel Geld ausgegeben habe. was haben wir denn hier? Schatzkarte. Lust, ein bisschen Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wer's findet, darf's behalten. Meine Meinung. Okay, das wären jetzt zweimal. Ich kaufe fast alles. Ich glaube, den brauche ich nämlich nicht mehr. Fremder! Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Entweder den neuen Koffer. Meine Waren sind in einem Top-Zustand. Das also versichere ich. Im Moment kommen wir ja noch gut klar. Von mir aus würde ich erst die Waffe. Sicher? Angriffskraft 20. Warte mal, ist das die. Das ist mehr als. Das ist die neue Magnum. Ja, eine Magnum wollte ich sowieso holen. Ne? Dann. Ganz ehrlich, wenn du eine Waffe brauchst, dann die. Und danach den Koffer als Ziel. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nicht genug Geld, Fremder. Angenehme Reise. Lustig, dass ich dafür nicht genug Geld habe. Toll. Das ist mir erstmal provisorisch. So, dann. So. Nein, die drehst du bitte und legst die da. Ich will hier die Schrotflinte reinpacken. Welche Schrotflinte? Wenn ich grüne Schrotflintenmunition habe. Okay. Dafür lasse ich den Platz. Das packen wir mal kurz zur Seite. Das solltest du behalten. Hä? Das goldene Ei. Das bringt Glück. Wo hast du denn das gelesen? Gerade als ich... Ach so. Stand das da? So sind Granaten unter Granaten. So lassen? Ja. Was denn? Ja genau, ich wollte mal gucken, ob jetzt hier noch irgendwo Schätze sind. Ne, da und da. Und hier soll was sein. Da oben. Da oben. Das ist ein Grab. Geh mal dahin. Ja, ich versuch's. Warte. Käme da so nicht hin. Wusstest du, Alter? Warte. Deswegen ist er ja so frei. Siehst du, und jetzt habe ich nämlich Schrotflintenmunition. Ah, das kann. Vertrieben von kriegerisch gottlosen findet wir uns im Exil wieder. Soll ich lesen? Verdorrt ist das Gras, karg der Wald, ein Leben in Süde, die Insel unser Fegefeuer. In Sühne. Sühne, die Insel unser Fegefeuer. Doch verzagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Hestas Hendas. So, da war das, da war das, da war ist noch ein Schatz, siehst du das? Ja, hier direkt. Nee, da wo du standst, mein Schatz. Da. Mach nochmal bitte. Ich weiß, was du meinst.
musst mich da oben rüber. Da komm ich aber nicht rüber. Du musst da rüber springen, doch klar. Über den Fels verspringen. Klar. Hoch mit. Ich kann hier nicht hoch. Ach so. Na dann. Der soll ja auch da sein. Ist der irgendwo? Also hier soll der sein. Aber ich wüsste nicht wo. Im Wasser? Vielleicht komme ich noch das Ding über mir entlang. Aber jetzt komme ich gerade nicht ran. Da die Treppe runter. Welche Treppe? Hier, den Weg. Ach so, das ist der andere Weg zu dem Geschütz. Nee, jetzt läufst du den falschen Weg. Geht's mal eben bitte den anderen? Gott. Den hier? Ja. Da, das ist der Hauptweg. Ach so. Guck, da ist das Geschütz. Und jetzt mach mal die Karte auf, bitte. Nee, jetzt bist du ganz anders. Okay, gut. Sag dich doch. Nochmal, wir diskutieren nicht mehr darüber, ob du Karten lesen kannst. Okay. Echt jetzt? Danke, das wäre auch meine Reaktion. Geht doch. Direkt um gerade. Shit. Na toll. Zurück. No, God! No, God, please, no! No! Noch ein Stück zurück. So. Das ist mein Kommentar zu dieser Geschichte. Können die da durch oder nicht? Das weiß ich nicht. Wäre natürlich interessant, herauszufinden. Gerade kommen die gar nicht. Da ist einer. Weil ich wollte sie jetzt in eine Falle locken. Da muss ich wohl doch. Warte mal, kann ich nur Gewehrmunition basteln? Nee, halt. Herstellung. Nein. Okay, der läuft da hinten rum. Ich lasse mir das aber als Option offen. Kannst du ja. Naja. Langsam hab
ich genug. Warte mal kurz, jetzt probieren wir die mal. Das wird laut. Feuer. Wo ist er denn? Jetzt kann ich es aber testen. Das will ich jetzt wissen, ob das klappt. Ich glaube, die Folge nicht gefunden. Nein. Hab ich ja. Na. Ich kann das Spiel nicht austricksen. Vermaledeit. Schön, dass du es selber zugegeben hast. Wo hatte ich das gestern? In Dark Souls kannst du das. Mhm. Und in Jedi Fallen Order konnte ich es auch. Mhm. Vor allem sind jetzt auch die Sachen mit der Lügen, die sind noch da. Ich hab schon die Kirchen weg. Muss man dann Lügen sammeln? Ja. Ich befürchte, die werden da immer wieder kommen. Noch mehr? Ja, lass ihn mal da reinrennen. Ich bin da raus. Ja, sieht gut aus. Hört sich auch gut an. So. Wir haben einen blauen Stein eingesammelt. Das bringt gar nicht nichts. Nee, wir brauchen einen lilanen. Ja. Oder wir müssen einen lilanen kaufen. Gab's aber noch nicht zu kaufen. So. Das Problem ist, wir hatten einen lilanen schon verbraucht. Wir hätten ihn vielleicht aufheben sollen. Ja, im Nachhinein ist man manchmal schlau. Und sonst müssen wir den halt mit dem anderen Stein halt dann verkaufen, bin ich der Meinung. Ja, also das gar nicht verkaufen ist dumm. Im äußersten Falle macht man es dann so, das stimmt. Dann packen wir da noch eins der teuren Steine rein und dann ist gut. Ja. Ja, dann los. Warte, wo war denn dieser Scheinwerfer gerade? Das weiß ich nicht. Nee. Ich muss jetzt auch hier, weil hier sind die Gegner wieder stärker, muss ich ein bisschen auf die Munition achten. Ja. Guck mal, jetzt hätte man... Okay, liegt hier noch was? Ja. So. Dann können wir jetzt da runter und ich glaube da hinten hin. Hier hin. Steht hier einfach mal eine Schatzkiste rum. Ein Perlenarmreif. Genau, das war nämlich die eine. So. Bist du jetzt so fertig von deinem Hustanfall?
Ein bisschen, alles gut. Ja, du wirkst halt total ruhig, nur das meine ich. Müssen wir mal kurz. Herstellung. Das kann eigentlich sogar da bleiben. Warte mal. Herstellen. So. Das da. Hier war jetzt nichts, genau, da waren wir ja. Das kann ich nicht deaktivieren von der Seite. Da ist eine Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Wir könnten rein theoretisch jetzt zurück zum Händler. Und dann speichern. Nee, da war kein Speicherpunkt, aber ich könnte da zum Beispiel die schutzsichere Weste wieder aufwerten. Oder wir machen jetzt erstmal so weiter. Mach weiter. Jo. Wir müssen auch jetzt mal voran. Denke ich mir nämlich auch. Ich meine, ich bin ein vorsichtiger Spieler, das weiß ich. Ja, du bist vor allen Dingen mit diesen Sammeldingern. Ja, ich mache mich gerade bekloppt, nämlich bei Jedi Fallen Order renne ich. Ich könnte zum Ende des Spiels gerade rennen, aber ich renne durch alle Level. Oh Gott. Gerade noch, um Essenzen einzusammeln. Nebenbei dann noch die Schatztruhen. Kann er da nicht reinhüpfen? Okay. Mhm. Weil der Gang so sich angedeutet hat dahin. So, wo haben wir jetzt das? Gut, dann. Ja, du sollst hier hoch. Hallo. War doch eben noch dieses Fenster eingeblendet. Da, danke. So. Okay, da kommen wir aber nicht entlang. Da auch nicht. Irgendwie schon, ne? Dann hier entlang, hier rum. Hier entlang. Hier entlang. Und da entlang. Also hier kann ich nicht rein, ne? Nee. Hier ist auch nichts. Okay. So. Dann. Da liegt ein Stein. Unter alter Stein. So, dann würde ich aber sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Ist jetzt eine kürzere Folge, aber die anderen waren was länger. Bis dann!